Hallo Kate, ich danke dir, dass du mir zur Verfügung stehst, dass ich dir ein paar Fragen stellen kann. Aber erstmal zu deinem Hintergrund. Wer bist du genau? Was ist dein Hintergrund, liebe Kate? Also ich bin Kinder- und Jugendärztin und Psychiaterin, und Psychotherapeutin, und ich arbeite mit Kindern, die anders sind. Die also praktisch für die wichtig ist, dass man ihnen auch ein Stückchen Mut vermittelt und Selbstvertrauen vermittelt, weil das sind besondere Kinder, die in dieser Gesellschaft auch Besonderes leisten können, wenn wir es ihnen ermöglichen. Und das ist meine Vision, dabei zu helfen. Super. Ist natürlich nicht ganz mein Hintergrund, aber ist ein ganz, ganz toller Hintergrund, weil du kommst ja auch aus der Schulmedizin. Ist das korrekt? Ja, ich komme aus der Schulmedizin. Wie jeder Arzt, der hat mal Schulmedizin gemacht. Aber ich kann es mir jetzt leisten, nicht mehr nur Schulmedizin zu machen. Und das macht mir auch sehr, sehr viel mehr Spaß. Super, super zu hören, vor allen Dingen, weil ja du auch, wie wir jetzt hier mit Lamin9, mit der Firma LPGN arbeitest. Ja. Und ich habe jetzt diesbezüglich ein paar Fragen an dich, Kate. Geht jetzt nicht um die Kinder. Mhm. Ich habe mit Heilpraktikern zu tun gehabt, die ich mal gerne für das Produkt gewinnen möchte, ja, weil ich dadurch meine Vision sehe, sehr, sehr, sehr viele Leute zu erreichen. Mhm. Darf ich dir jetzt dazu ein paar Fragen von einem Heilpraktiker stellen, ja, um dir deine Meinung davon zu hören? Ja, natürlich. Super, dann fange ich gleich mal an. Und zwar geht es ja darum, Lamin9 besteht ja aus Eiweiß, vor allen Dingen, nebst den Phytostoffen, Meeresalgen und allem, ist es aber vor allen Dingen ja ein Extrakt aus einem Ei. Jetzt, wie sieht das aus mit Eiallergikern, mit IgE-vermittelten Allergien? Gibt es da schon Studien, irgendwelche Arten, oder kann jemand, der sowas hat, ohne weiteres das Lamin9 konsumieren? Also erst einmal ist das nicht der Extrakt, die Sache ist nicht das Eiweiß selbst, sondern es ist ein Extrakt, der daraus gewonnen wird. Das heißt, es ist extrahiert und damit die Stoffe, die Allergie erzeugen, eigentlich entfernt. Und es ist also die effektive Substanz, dieser Komplex, dieser spezielle Komplex ist da drin. Und dann sind natürlich die auf natürliche Art und Weise gewonnenen Aminosäuren da drin. Aber das ist etwas, was sowieso jeder eigentlich braucht und auch die Allergiker zutiefst brauchen. Ich weiß jetzt nicht, ob es eine direkte Studie mit Allergikern gibt. Darum habe ich mich bis jetzt noch nicht gekümmert. Aber ich weiß, dass es diese typischen Eiweißallergien in der Art und Weise jedenfalls mir so nicht begegnet sind. Und dass ich auch bei mir Allergiker habe, die also das ohne Bedenken genommen haben und auch aber ohne Nebenwirkung. Super, das ist mal schön zu hören. Von dem Sinne her, mir fällt gerade ein, ich habe auch eine Kundin, die sagte, dass sie Allergien hat gegen Fisch und nimmt aber auch das Omega, wo ja das Extrakt auch drin ist, und hat auch keine Reaktionen verspürt. Das Tolle an den Lamin9-Produkten ist, dass sie mit hoch gereinigt sind. Dass sie also nicht diese ganzen Nebenstoffe, die die Allergie erzeugen, weil nicht FGF die Allergien erzeugt, sondern weil das im Eiweiß die ganzen Nebensachen dabei die Allergien erzeugen. Also die sonst in anderen Stoffen, die aus Eiweiß gemacht werden, diese Nebenprodukte diese Allergien erzeugen. Und da dieses hier hochgereinigte Sachen sind, vermute ich mal, gibt es ja keine Allergien. Super zu hören, das heißt, schlussendlich halt sollen Sie es mal ausprobieren. Genau. Das heißt, das Lamin9 aufmachen, den Stoff halt mal ausprobieren, und wenn man keine Reaktionen hat, kann man es ja erhöhen. Ja, man kann das testen, man kann es ja auch kinesiologisch testen, ob es da ist, ob da Allergien sein könnten, und dann, wenn es kinesiologisch nicht testet, dann
kann man es nehmen. Das ist noch ein super Hintergrund, weil der Heilpraktiker selber ist Eiallergiker und der getraute sich jetzt natürlich nicht, das Produkt anzuwenden, weil er sagte, ich habe schon so vieles erlebt, ich möchte nicht mehr in diesen Zustand reinkommen. Aber da haben wir jetzt noch Auswahlmöglichkeiten. Genau, wenn er Heilpraktiker ist, müsste er Kinesiologie kennen und dann kann er es so für sich selbst mal nutzen. Super, danke dir dafür. Dann geht es gleich mal weiter mit einer nächsten Frage und zwar, was passiert mit perzazerösen Zellen, wenn man isst? Mit präkanzerösen Zellen, danke für die Korrektur. Wenn man isolierte IgE-Faktoren gibt, gibt es dazu Studien, die belegen, dass die Metastasen sich wirklich nicht weiterbilden oder gar vermehren? Weil eine mündliche Aussage sagt nichts. Die vielen Leute möchten halt auch eine Studie sehen. Ja, das ist okay. Diese Studienhörigkeit finde ich immer ein bisschen komisch, weil es gibt, wenn man die eine Studie hat, gibt es 120 andere Studien und dann wieder Gegenstudien und das glaube ich nicht, ist nicht unbedingt als Studie nur allein weiterführend. Fakt ist, dass bei Krebspatienten dieses Laminein gut geholfen hat. Okay. Und auch eben dafür gesorgt hat, dass die Metastasen sinken. Und das hat einzig und allein damit was zu tun, dass Laminein aus der Säure rausführt. Und es gibt keinen Krebs im basischen Milieu. Das heißt, auch die Metastasen wachsen nicht mehr im basischen Milieu, nur im sauren. Und wenn ich also sauer bin oder sauer bleibe, dann wachsen die Dinger. Okay, das erklärt natürlich auch wieder vieles. Was wir ganz klar festhalten möchten, ist ja nicht, dass wir eine Heilaussage machen, genau. Können wir nicht. Wir wissen nicht, ob es funktioniert, ob es hilft. Es heißt einfach ausprobieren. Wenn es besser wird, ist es ja gut. Ausprobieren, aber es gibt eben ganz viele Studien, um wieder auf die Studien zurückzukommen, die eindeutig belegen, dass der Krebs im sauren Milieu wächst und nur im sauren Milieu. Und diese Studien gibt es. Und das Schöne am Laminein ist, dass es also praktisch ins basische Milieu den Stress runterholt und damit eben aus dem sauren Milieu rausführt. Und das ist nachgewiesen. Super. Darf ich noch eine eigene Frage dazu stellen, die mir oft schon auch gestellt wurde? Es geht ja um die Zellteilung danach auch. Und viele Leute haben Angst, ja, wenn man jetzt Laminein gibt und die Zelle sich teilt, was passiert dann da mit Laminein oder mit den Zellen, dass sich das nicht weiter verschlechtert? Kannst du mir dazu also, noch was sagen? Wie gesagt, der Krebs teilt sich vor allen Dingen, die Krebszelle teilt sich vor allen Dingen nur dann, wenn sie ihr Milieu hat, in dem sie sich wohlfühlt. Und das ist das saure Milieu. Dann hast du mir das jetzt zigfach bestätigt. Das reicht mir vollkommen, um das auch so weitergeben zu können. Jetzt noch eine letzte Frage. Was passiert, wenn man aus all den FGF-Faktoren, die es ja gibt, nur ein isoliertes FGF verabreicht? Gibt es auch da irgendwelche Informationen? Respektiv die große Frage ist, dass es keine Nebenwirkungen gibt und dass das Produkt des guten Gewissens weitergeben können. Also der Fibroblasten-Growth-Faktor wird auch in der Schulmedizin verwendet und da wird er aus dem Nabelschnurblut gewonnen und da gibt es eben auch entsprechende schulmedizinische Erfahrungen, sonst würde das nicht dauernd angewendet werden. Und das Besondere daran ist, dass dieser Faktor unspezifisch ist. Das heißt, seine spezifische Wirkung erreicht er erst, wenn er im Körper ist und der Körper sozusagen anmeldet, hier will ich hier was haben. Das ist das, was ich brauche, weil dort habe ich meine Baustelle und das will ich wieder in Ordnung kriegen. Das heißt, der Körper bestimmt, was mit diesem Faktor passiert. Und der weiß es ja am besten. Genau. Super. Da braucht man keine Studie, weil der Körper interessiert sich für Studien nicht.
Ja, und das Schöne ist ja bei Lemminein, es ist alles organisch, alles natürlich. Genau. Er kann auch nicht zu viel bekommen, ist das richtig, wenn ich jetzt mehr gebe von dem Produkt, wenn ich am Anfang wenig verspüre oder nichts verspüre? Nein, ich würde natürlich immer bei besonderen Sachen langsam anfangen, aber es gibt keine Überdosierung dabei. Das heißt, alles, was dann da drüber ist, es kann sein, dass am Anfang einfach eine intensive Wirkung kommt. Und manchmal ist so eine intensive Wirkung nicht gerade die, die man am Anfang haben will. Aber es gibt, wenn man dann immer weitergibt, keine Überdosierung, weil alles das, was sozusagen dann zu viel ist, wird wie alles andere aus dem Körper ausgeschieden. Einfach das, was völlig Natürliches ist. Das heißt, gut viel Wasser trinken, ja, dass es eben auch ausgeschieden werden kann. Genau. Super. Das ist von meiner Seite her alles. Hast du noch irgendeine Anregung, Kate, die du noch weitergeben möchtest? Also ich möchte einfach nur sagen, dass ich froh bin, Lemminein gefunden zu haben. Weil ich halte Lemminein für ein wirklich faszinierendes Produkt für viele Dinge. Zur Regeneration, zur Prophylaxe, das ist für mich vor allen Dingen wichtig, dass es darum geht, auch eine Prophylaxe zu machen. Das heißt, Stammzellen lassen im Laufe des Lebens ein bisschen nach. Und da ist es gut, nicht immer nur gesund zu machen, sondern überhaupt insgesamt lebensfrisch zu machen. Und da muss man nicht immer nur an Krankheit denken, sondern da muss man einfach daran denken, wie will ich mein Leben gestalten? Will ich einfach, egal wie alt ich bin, einfach noch topfit sein und richtig gut drauf sein, ohne unbedingt Krankheiten heilen zu müssen? Und da ist Lemminein so ein ideales Produkt und das finde ich fantastisch. Genau deswegen bin ich auch der Meinung, danken wir der Firma Lifefarm Global Network, dass sie das geforscht haben, weiterforschen, weiterentwickeln. Auch ich bin dankbar, dass ich dieses Produkt kennenlernen durfte. Wir haben alle unsere Geschichten und wir hoffen, dass wir viele, viele gute weitere Geschichten erleben dürfen. In diesem Sinne, danke vielmals, Kate, dass du da zur Verfügung gestanden bist. Ja, gerne. Tschüss. Alles Gute. Alles Gute. Toi, toi. Danke.